Für eine unglaublich leckere Mandarinenmarmelade benötigen wir Bio-Mandarinen, denn wir wollen auch die Schale mitverwenden. Die Mandarinen werden gut gewaschen. Ich bürste sie auch noch ab und dann werden sie schön abgetrocknet. Des Weiteren brauchen wir noch Zucker, ein wenig Wasser, etwas Mandarinensaft, etwas Zitronensaft und eine Stange Zimt. Die genauen Mengenangaben stehen natürlich unten in der Infobox. Meine Marmelade bereite ich in 2 Schritten zu und im 2. Schritt benötigen wir außerdem noch ein wenig Zucker, eine Tüte Gelfix, 3:1 und nochmal den Saft von einer Mandarine. Die Schale von ein paar Mandarinen habe ich fein geschnitten. Am Ende hatte ich so circa 70 bis 80 Gramm von den Mandarinschalen. Ich habe also nicht alles verwendet. Und die dünne weiße Haut der Mandarine sollte natürlich so weit wie möglich entfernt werden, damit es ganz am Ende nicht bitter schmeckt. Das ist zwar etwas aufwendiger, es lohnt sich aber auf jeden Fall. Die Mandarinenschale hatte ich in dünne Streifen geschnitten, ihr könnt das natürlich auch anders machen. Diese geben wir in einen Topf zusammen mit kochendem Wasser und dann sollte das Ganze für circa 5 bis 7 Minuten kochen und dann können wir das Wasser schon mal abgießen. So werden die Mandarinenschalen im Endprodukt nicht bitter schmecken, aber trotzdem ihr volles Aroma hinterlassen. Wenn das erledigt ist, gebe ich in einen etwas größeren Topf den Zucker, das Wasser und den Mandarinensaft hinzu. Das Ganze wird dann unterrühren, zum Kochen gebracht, so dass der Zucker sich auch gut auflöst. In die kochende Masse gebe ich auch gerne eine Zimtstange hinzu. Die abgesiebten Mandarinenschalen werden auch hinzugegeben und natürlich auch unsere Mandarinenstückchen. Bei mir waren das so circa 700 Gramm an Mandarinenstückchen. Alle genauen Angaben findet ihr natürlich unten in der Infobox. Wenn die Masse sprudelnd kocht, gebe ich auch noch einen Esslöffel Zitronensaft hinzu. Und dann kommen wir auch schon zu dem nächsten Schritt. Dafür vermenge ich circa 75 Gramm Zucker mit einem Päckchen Gelfix. Dazu gebe ich den Saft von einer Mandarine und dann rühre ich noch langsam aber sicher etwas von der heißen Marmeladenmasse in die Gelfixmasse. Denn normalerweise ist es ja so, dass man diese Gelfixpackung in das kalte Obst unterrührt. Bei dieser Marmelade sollte das Obst und die Schalen etwas länger köcheln. Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, das Gelfix erst zum Schluss hinzuzufügen. Man kann natürlich auch darauf verzichten, wenn man gerne Marmeladen mag, die eine flüssigere Konsistenz haben. Ich mag es aber eher fester und geleeartig, deswegen gebe ich auf jeden Fall noch so eine Tüte Gelfix hinzu. Sobald diese Mischung untergerührt ist, beginnt die Marmelade auch ganz schnell anzudicken. Dann nehme ich schon mal die Zimtstange raus, mache eventuell noch eine Stichprobe, indem ich ein klein wenig von der Marmelade für ein paar Sekunden in den Gefrierschrank tue. Dann sieht man ja auch schon, ob das Ganze fest wird oder nicht. Zwischenzeitlich habe ich auch schon meine Marmeladengläser vorbereitet, indem ich sie auskoche oder aber in der Mikrowelle desinfiziere. Dann können wir auch schon die kochend heiße Marmelade in unsere Gläser abfüllen. Die Ränder der Marmeladengläser wische ich noch mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Und dann kommt noch der Deckel drauf. Schön fest verschließen, Kopf überdrehen. Die Gläser lasse ich dann so circa eine halbe Stunde auf dem Kopf stehen. Unsere sehr, sehr leckere Marmelade ist nun fertig und kann nach dem Abkühlen schon gegessen werden. Ich hoffe, ihr probiert das Ganze jetzt mal aus, wo die Mandarinen gerade Saison haben. Über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen und ich hoffe, wir sehen uns bei einem nächsten Video wieder. Bis dann!